Gut, Level up. Die Linien müssen halten. Oh, Ausdauer wollte ich nicht, aber... Das ist ein Hinterhalt! Egal, kriegt er nochmal ein paar Ausdauerpunkte. Die Linien müssen halten! Runenkrieger, zu mir! Wir werden angegriffen! Das ist ein Hinterhalt! Wir werden angegriffen! Die Linien müssen halten! Wir werden angegriffen! Ich sollte nicht ableveln, wenn ich im Stress bin. Vorsicht, Gegner! Okay. Ey, noch ein Irrwisch. Hab ich den übersehen oder ist der einfach dahin gelatscht? Also ein Klingenverteidiger wuselt hier auf jeden Fall noch rum. Ja, werde ich wahrscheinlich entweder gegen Schluss hin oder mal zwischendurch ein paar Attribute gezielt steigern und nicht unsere 1-1er Steigerung machen. Ich hatte da also auf jeden Fall Runenkrieger, zu mir! Sinn. Vielleicht Charisma, dass es auf demselben Wert ist wie Weisheit. Wendigkeit und Geschicklichkeit jeweils einmal. Und dann vielleicht noch Stärke, ja. Das ist ein Hinterhalt! Oh, Klingenweber. Vorsicht, Gegner! Standhalten, Männer! Gut. Auch tot. Hey, Spinnen. Eiserner Frostbringer, okay.
Und ja, irgendwie scheint Irrwisch immer wieder aufzutauchen. Entweder das oder sie wandern tatsächlich. Okay, die Spinnen sind... Standhalten, Männer! Null Herausforderung. Da wetten wir Mama... Vorsicht, Spinne Gegner! ...ist dann... mehr so nett. Wir werden angegriffen. Man merkt auch, die geben uns fast keine Erfahrungspunkte mehr. Das ist ein Hinterhalt! Die Linien müssen halten! Kriegsherren und Todesritter. Da oben, bei den Dunkelelfen. Noch mehr Riesenspinnen. Aber ja, gefühlt tun Irrwische ständig wie Spawn. Die Linien müssen halten! Das ist ein Hinterhalt! Die Linien müssen halten! Vorsicht, Gegner! Also ja, ich mag die Erdenklinge. Oh, Zalaga. Ah, ist aber auch nur Stufe 20. Wir werden angegriffen! Das ist ein Hinterhalt! Berserkern wir mal ein bisschen. Vorsicht, Gegner! Wir werden angegriffen! Ich bring den Zalaga weg. Ist das vielleicht die Spinne, die das Blut hat? Ja, Blut einer Riesenspinne. Könnte gut sein. Runenkrieger, zu mir! Ansonsten hattest du hier hinten nichts, nur du selber. Oh. Trana-Armbrust, Winterstern, ja, Spinnenblut. Gut, damit haben wir jetzt auch das Spinnenblut. Also die drei Sachen. Also wir den anfangen können. Noch keine Ahnung.
Okay, wisst ihr was? Wir gehen jetzt erstmal in der Dukläven-Stadt Hallo sagen. Die sind ja nicht stinkig auf uns, zum Glück. Wir hatten es bis jetzt zum Glück selten mit Dunkelelfen zu tun, die uns hassen. Das waren hauptsächlich die Nekromanten in der Kaltmark, also in den südlichen Weltwaldbergen. Sogar Händler und alles gibt's hier, way. Und da ist der Drakon Shetalach, mit dem wir reden müssen. Aber erstmal so. Und ja, Mondsilbermine haben die Dunkelelfen auch. Wir haben ja bei den Trollen auch eh alle Gebäude jetzt mittlerweile. Ach, du verkaufst nur Zauber, okay. Weißt du was, dann kannst du auch alle Zauber, die wir haben, haben. Die brauchen wir nämlich eh nicht mehr. Gut, reden wir mal mit dem Draco. Mit dem Drakon. Wir haben euch schon eine Weile beobachtet. Was für eine Mission treibt einen Lichtgläubigen so tief hinter die Reihen der Eisernen? Wir hatten die Eisernen bereits bis an die Grenzen der Gottmark zurückgeschlagen. Jetzt brauche ich eure Hilfe, um den endgültigen Sieg zu erringen. Den Sieg? Ihr seid ein Narr. Gegen die Eisernen gibt es keinen Sieg. Wir kämpfen bereits seit vielen Monaten gegen sie. Nichts, nichts kann sie aufhalten. Sind das die Worte eines Kriegsherrn? Ihr wagt es? Kein Volk auf dieser Welt kommt den Dunkelelfen an Tapferkeit gleich. Beweist mir eure Tapferkeit. Gebt mir einige eurer besten Soldaten. Ich werde sie anführen und siegreich sein. Selbst wenn ich das glauben würde. Die Verteidigung der Stadt erfordert all unsere Kraft. Unsere Aria-Vorräte sind beinahe erschöpft. Und ohne das Silberwasser werden unsere Abwehranlagen bald schweigen. Die Eisernen haben fast alle Aria-Brunnen zerstört. Ein Ausbruch aus der Stadt ist sinnlos. Es muss einen Weg geben. Kann man noch auf andere Weise Aria gewinnen? Nur der hohe Archon kennt die Wege des Silberwassers. Aber die Kita haben ihn entführt. Und mit ihm seine Weisheit und Macht. Aria kommt an vielen Orten und in vielen Formen vor. Ihr müsst mit euren Regeln und Traditionen brechen. Zieht jede Möglichkeit in Betracht. Nun, es gibt Kreaturen hier in den Sümpfen. Man nennt sie Irrwische. Sie schürfen in der Erde nach den seltenen Aria-Kristallen. Unsere Ahnen machten früher Jagd auf sie, um an die kostbaren Kristalle zu gelangen. Vielleicht gelingt es euch, einige Irrwische zu fangen, ehe es die Eisernen tun. Bringt mir ihre Aria-Kristalle. 7 von ihnen sollten unsere Verteidigung fürs Erste stärken. Dann werde ich euch Soldaten geben. Wo ist euer Archon? Im Lager der Kita, der Löwenmenschen aus Urgard. Sie haben ihn gefangen genommen, als er einen Angriff gegen die Eisernen führte. Nur er kann der Magie der Eisernen entgegentreten. Wo befindet sich das Lager der Kita? Östlich des Sumpfes. Ihr werdet ihnen begegnen, sobald ihr das Monumentfeld erreicht. Sie sind sehr angriffslustig. Ihr werdet ihre Krallen bald zu spüren bekommen. Ich werde sehen, ob ich euren Archon finden kann.